Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. In diesem Video geht es um das Caustic Event, um den Switch Release. Da wurde noch ein bisschen was verschoben. Es gibt in Zukunft noch einen Lifeline Nerf, einen Horizon Nerf und so weiter und so fort. Lohnt sich dran zu bleiben und das Thema Low Profile für alle Legenden kommt auch, beziehungsweise ist sehr interessant. Es betrifft wohl in Zukunft nicht nur den Pathfinder, wo das deaktiviert wird. Wir fangen direkt mal an mit dem Caustic Event. Nebenbei bemerkt, wer die Patch Notes vom Caustic Event, was heute startet um 19 Uhr, noch nicht gesehen hat, hier oben verlinke ich euch das nochmal. Das kommt sehr gut an, schon mit über 8200 Klicks ungefähr. Es ist voll von interessanten Informationen, Änderungen. Da kommt wirklich eine Menge auf uns zu. Und ich gehe mal davon aus, dass der Patch auch einige Gigabyte groß sein wird. Apex hat sich zu Wort gemeldet um 19 Uhr. Es ist wieder soweit wie bei den meisten Events um 19 Uhr heute. Und es sollte eigentlich zeitgleich auch der Switch Release sein. Hier oben steht nämlich Chaos Theorie Event und Nintendo Switch Release Zeit. Sollte eigentlich zeitgleich sein am 9. März und zu deutscher Ortszeit 19 Uhr. Aber ein Post darunter kam dann auch schon: Sorry, Switch Release is actually later on March 9. Der Punkt ist aber, dass es in den USA später am Abend, am 9. März, soweit sein wird. Das heißt, bei uns in Europa und Asien wird es da schon der 10. März, sprich morgen am Mittwoch sein. Welche Uhrzeit? Keine Ahnung. Was ich auch noch nicht weiß, wie groß ist das Spiel. Also ich werde mir auf jeden Fall für meine Switch die Apex-Version runterladen. Und ich würde mir wünschen, wenn ihr in den Kommentaren mal schreibt, selbst wenn ihr Xbox-PC-Spieler oder sonst was seid oder vielleicht Switch-Spieler seid und wartet sehnsüchtig auf Apex und habt es noch nie gezockt, schreibt mir in die Kommentare, habt ihr Bock auf die Switch-Version? Ich werde mir noch eine Speicherkarte zulegen müssen, ich werde mir das Spiel runterladen und in den nächsten Tagen oder Wochen möchte ich auf jeden Fall mal die Switch-Version testen und ich werde meine ersten Tests dann schon live auf Twitch streamen. Das könnte auf jeden Fall eine lustige Sache werden. Und auch die Frage kam auf, wird es Crossplay zwischen den Plattformen geben? Ja, zumindest als Crossplay von Respawn angekündigt wurde, gab es so ein kleines, nennt man das Organigramm? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Da waren alle Plattformen drauf. Das heißt, zwischen den kompletten Plattformen ist Crossplay möglich, auch wenn ich wahrscheinlich jedem Switch-Player oder Spieler nur raten würde, schaltet lieber Crossplay erstmal aus. Es kommt nämlich, glaube ich, auch darauf an, ob ihr mit einem Controller spielt oder nur mit diesem kleinen Fitzel-Ding. Ich habe gar keine Ahnung, ob das mit diesen kleinen Controllern überhaupt machbar ist. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wenn, dann musst du das als Handheld wahrscheinlich benutzen. Aber darum geht es jetzt nicht. Als nächstes haben wir, fangen erstmal mit dem Low Profile an. In dem neuen Patch, der heute kommt, wird das Low Profile von Pathfinder entfernt. Bedeutet, er bekommt ja, oder alle Legenden, die das Low Profile haben, kassieren 5% mehr Damage und sind demnach zufolge auch schneller gedownt. Andere Legenden wie Lifeline, Watson und Wraith sind auch noch Legenden, die das Low Profile haben und Respawn plant über kurz oder lang das Low Profile komplett von den Legenden zu entfernen. Das wird nicht heute, nicht morgen, wahrscheinlich auch nicht zum Start von Season 9 passieren, aber wir können davon ausgehen, dass es nach und nach für alle Legenden entfernt wird, was ich sehr, sehr interessant finde. Was haben wir noch? Horizon ist zurzeit auf Platz 1 der Pickrate, egal ob Pubs oder Ranked. Und sie bekommt, und das, ich weiß nicht, was Respawn sich dabei denkt, jede Legende, das ist wie mit Wraith, die war auch vorher immer auf Platz 1, die nerven die Legenden so lange kaputt, bis sie irgendwo ganz weit unten sind. Und auch Respawn hat übrigens nochmal den Nerf, der heute kommt mit dem Patch zu dem Caustic-Event, nochmal den Caustic-Nerf, der echt heftige Kritik geerntet hat, hat das nochmal verteidigt mit den Worten, das soll gegnerischen Spielern, die gegen Caustics in Mehrzahl kämpfen müssen, gibt es die Gelegenheit, mehr darüber nachzudenken, wie können wir die am besten pushen, ohne dass wir alle drauf gehen. Ob das jetzt die einzige sinnvolle Begründung dafür ist, das wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Dass alle Caustic Mains kotzen, kann ich völlig nachvollziehen. Mich jedenfalls freut es trotzdem. Auf jeden Fall, um auf Horizon zurückzukommen, sie bekommt weiterhin in Season 9 auch nochmal einen Nerf. Hier steht sogar Big Nerf, wie das aussehen wird. Ich gehe davon aus, dass die taktische Fähigkeit, die Cooldown-Zeit nochmal erhöht wird, dass die Dauer vielleicht kürzer ist, wenn du dann da hoch katapultiert wirst und vor allen Dingen auch, dass die Höhe
nochmal reduziert wird. Genau das stelle ich mir vor und ich gehe auch davon aus, dass die, okay, die Cooldown-Zeit wird ja heute im Patch auch nochmal angepasst, ich glaube von 2 auf 3 Minuten, ob das jetzt unbedingt nötig ist, aber ich sehe eine riesen Gefahr und das einfach mal als Real Talk, ich sehe eine riesen Gefahr, dass beliebte Legenden irgendwann so dolle kaputt genervt sind, dass sie einfach keinen Spaß mehr machen und dann dauert 2-3 Seasons, bis die Legenden wieder halbwegs so gebufft, gepatcht werden, dass sie halbwegs spielbar sind. Also ich bin da kein Freund von, das so extrem zu übertreiben und das, was jetzt gerade mit Horizon passiert, keine Ahnung. Werden wir sehen. Lifeline bekommt ebenfalls am Anfang von Season 9, ob es direkt der Start von Season 9 ist, steht noch nicht fest, aber früh in Season 9 wird geschrieben, bekommt Lifeline ebenfalls einen Nerf auf ihre Ulti. Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken, war es ein Nerf? Oder war es einfach nur Changes? Moment, mit dem Thema Nerf möchte ich mich mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es heißt, die Ulti und die taktische Fähigkeit sollen verändert werden. Ich gehe davon aus, dass das Heilschild, mit dem du deine Teammates aufhebst, ein bisschen genervt wird und gleichzeitig gehe ich davon aus, dass die ultimative Fähigkeit ein bisschen gebufft wird, weil die ist wirklich eigentlich fast useless. Gerade im Endfight, wenn du dich eigentlich schon komplett ausgerüstet hast, bringt er dieses Ding überhaupt nicht. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten, nicht in den nächsten Tagen, auf jeden Fall in Season 9 vernünftigen Patch für Lifeline bekommen. Und das waren alle Informationen, die ich Stand jetzt habe. Ich bin auf jeden Fall auf das Event heute Abend gespannt. Ich kann heute leider nicht live in das Event live rein streamen. Mein Gott. Ich werde aber morgen Vormittag zum Mittwoch gegen 9 Uhr versuchen, auf Twitch online zu sein bis 12 Uhr. Würde ich mich freuen, wenn ihr da einschaltet. Und wie gesagt, nochmal an alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich werde demnächst wieder Community Games auf Twitch Sub-Only machen. Dass da nicht jeder Freund von ist, dass ich das Sub-Only mache, weiß ich. Es gibt immer Leute, die es anderen Leuten vielleicht nicht gönnen. Aber das Kanalmitgliederzocken auf YouTube damals war ja nichts anderes. Das habe ich ausschließlich auch nur für Mitglieder gemacht, die bereit sind, mich so ein bisschen zu unterstützen. Die meisten finden das richtig geil, dass ich das wieder mache und die Leute, die das eben scheiße finden, muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, aber das ist mir an dem Punkt einfach egal. So ein Stück weit bin ich der Meinung, dass ich weiß, was ich auf meinem Kanal mache und warum ich das mache und dass ich da nicht jedem Rechenschaft schuldig bin. Das muss ich jetzt hier auch nochmal ganz klar betonen, weil sich 1-2 Leute relativ negativ auf meine Community-Post auf YouTube geäußert haben, aber ganz ehrlich, wie gesagt, ich mache mein Ding, die meisten feiern es und die, die das positiv kommentiert haben, die haben den Sinn dahinter auch 100% verstanden. Daumen nochmal an die Leute hoch, die das raffen und die Leute, die es scheiße finden. Sorry, mir egal. Das muss ich jetzt an der Stelle einfach mal ganz ehrlich sagen. Es muss ja nicht jeder mitzocken. Ich zwinge niemanden und wenn ich ganz alleine im Twitch-Stream dastehe, weil keiner mitspielen will, weil es jeder scheiße findet, dann würde ich meine Konsequenzen ziehen, aber es kommt gut an. Punkt, aus, Ende. Ich wünsche euch einen mega geilen Start in das Event und ich bin gespannt auf euer Feedback. Schreibt gerne mal in die Kommentare, auch später im Laufe des Tages nochmal, wenn das Event schon aktiv ist. Wie gesagt, ich kann es heute Abend ja nicht zocken. Wie ist der Start? Das würde mich mal interessieren. Laufen die Server scheiße? Ist wieder irgendwas verbuggt? Glitches? Keine Ahnung. Das würde mich mega interessieren. Und lasst noch ein Feedback auf der Switch da. Wie seht ihr den Release? Habt ihr da Bock drauf? Ja, nein, vielleicht. Würde ich mich ebenfalls mega drüber freuen und ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall morgen auf Twitch beim Livestream sehen, in dem Event. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut da rein. Ciao.